Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung, in diesem Sinne Map-Vorstellung. Wie gewohnt in den letzten Tagen geht es auch heute weiter und heute stelle ich euch die Schwarzwasserböden-Map vor. Und zwar kommt diese Karte von den Autoren Matt Shanty Boys Map Creations, nennen sich die Jungs, und die Größe der Map beträgt 74,76 Megabyte, ist die Version 1.0.0.0. Und zwar veröffentlicht am 25. also gestern. Plattform ist verfügbar für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox S. Und geschrieben steht: Willkommen bei Blackwater Bottoms. Blackwater Bottoms basiert ungefähr auf der Gegend, in der ich lebe, in Johnson County, Missouri. Blackwater ist ein Fluss, der sich seinen Weg durch kilometerlange niedrige Gewässer schlängelt. Verlegung von Ackerland, oft umgeben von dichten Bäumen. Ich habe versucht, einige davon in dieser Karte nachzubilden. Diese Karte hat eine Farm mit allem, was sie brauchen, um ein erfolgreicher Farmer zu werden. Alle Felder sind käuflich. Und das ganze Gras zwischen den Feldern, alle Tiere, Gewächshäuser, Bienenstock und drei Felder sind für Sie kostenlos. Wenn Sie also Gras mögen, ist dies auch die Karte für Sie. Diese Karte beinhaltet Tankstelle, Bauernmarkt, Lebensmittelmarkt, Getreideverkauf Süd, Kegelbahn, Restaurant, Ölproduktion, Bäckerei, Getreidefabrik, Spinnerie, also Spinnerei, Möbelproduktion, Bienenstock, Gewächshaus, alle Tiere des Basisspiels und einige Gebäude. So, das dazu, meine Lieben. Also ihr seht, ich sag mal so, quadratisch praktisch gut ist hier das Motto der Felder. Persönlich gesehen gefällt mir es nicht so. Es ist natürlich helferfreundlich und ihr seht, wir haben hier schon unseren Hof. Ich müsste nur mal betreten. Wir werden uns jetzt natürlich die ganze Map nach und nach anschauen. Wir beginnen wie immer hier oben, und zwar bei den ganzen Dingen, was es auf der Map gibt. Und zum Schluss schauen wir natürlich uns den Hof an. Und zwar haben wir hier das Fastfood-Restaurant. Da springen wir natürlich auch hin. Wie ihr seht, die Lok mache ich gern immer so, dass ihr auch seht, dass... das war das Falsche. Das dazu. So, und dass ihr natürlich auch seht, dass das Ganze in dem Sinne schon mal fehlerfrei ist. Wir schweben wieder nach oben, schauen uns das Ganze an. Ich muss sagen, okay, Verkaufspunkt, ne, Diner sehen wir hier. Es ist in dem Sinne natürlich wieder die erste Version und man sieht auch, ich weiß es nicht, ob es generell die erste Version der Map ist, aber wir haben hier natürlich schon mal was gefunden. Ja, also wenn ihr hier was seht, könnt ihr euch die Sammlerstücke natürlich auch holen, gleich beim Diner. Das als kleiner Tipp. Und wenn wir hier nochmal hinschauen, da gibt es natürlich auch nochmal ein Sammelobjekt. Ne? Guck, zack, zack. Müssen wir bloß mal runterschweben. Und dann haben wir natürlich auch wieder ein Sammlerstück. Also, kleiner Hashtag am Rande, zwei Sammlerstücke beim Diner. So, wie ihr seht, schweben wir mal hier drüber. Das Ganze ist natürlich... Die Map ist nicht groß, ne? Und das erklärt schon alles. Es ist clean gehalten, will ich es mal sagen. Ja, ich hoffe darauf, dass da noch mehr kommen wird. Wenn wir uns allerdings die Straßen hier so ein bisschen anschauen, ne? Die Wege sind ordentlich gemacht. Auch hier, ja, finde ich, sieht schon sehr gut aus. Gut, hier glitscht es ein bisschen hin und her. Aber es ist jetzt meckern auf hohem Niveau, ne? So, wenn wir uns das Ganze hier weiter anschauen, sehen wir natürlich auch, ne, die Felder bzw. alles ist gerade. Viel Gras ist dazwischen. Es ist noch Luft nach oben. Wenn wir jetzt hier hinschauen, haben wir hier den Johnson Farmer Market, wie wir ihn natürlich kennen, als Verkaufspunkt. Ich mache mal wieder die Trigger mit an, dass ihr das Ganze seht. Na, so, und da könnt ihr natürlich auch hier abladen und ebenfalls hier abladen beim Gitter. Na, das Ganze gucken wir uns von oben an. Und wenn wir jetzt hier einfach mal ein bisschen durchschweben, sehen wir natürlich auch hier. Hier stehen schon ein paar kleine Nuancen. Ne? Hier würde dem Ganzen jetzt natürlich auch noch ein Zaun gut tun. Ne? Bitte Problemchen mit hin, ne? Dass es halt einladend aussieht. Ihr wisst, die kleinen Dinge beleben so eine Map ungemein. Ja? Wenn wir weiterschauen auf der Map, sehen wir natürlich auch hier drüben gleich mal die Tankstelle. Ja? Und hier könnt ihr dann reinfahren. Es ist natürlich auch, ja, clean. Kahl, könnte man sagen. Ne, da müssen wir ganz offen und ehrlich sein. Ihr wisst, ich bin da auch immer ganz unverblümt. Ne, es ist kahl gehalten, clean gehalten, wie man es auch immer nennen will. Hier lässt halt sehr viel Spielraum nach oben. So, bei dem Punkt, wo wir gerade sind, ist der Fahrzeughändler. Ne, kennt er. Muss man nicht erklären. Reingehen können wir leider nicht. Ist gleich gegenüber von der Tankstelle. Habt ihr hier den Platz vom
Händler, ja, könnt ihr euch die Maschinen kaufen und spawnen lassen. Und wenn wir hier rüber gehen, haben wir natürlich das Einkaufszentrum, hier hinten den Abladetrigger, das normale aus dem Basisspiel, wie man es kennt, ja. Und gegenüber haben wir die Getreidemühle, das ebenso dasselbe, wie man es bereits kennt, als Abladepunkt, Verkaufspunkt, wie auch immer. Wenn wir hier rüber schweben, sehen wir natürlich die Ölmühle, ja, das ist dann dieser Punkt hier. Es gibt natürlich auch, ich denke mal, hier könnte man noch was verkaufen, aber hier ist jetzt kein Trigger unbedingt. Das dazu müsste man probieren, wenn man es möchte. Na, es ist halt wirklich kahl. So, ich denke mal, hier werden noch ein paar Weiterentwicklungen kommen. Wenn wir weiterschauen, haben wir hier drüben die Bäckerei stehen. Da gibt es auch nicht viel dazu zu sagen, ist halt auch das Standardgebäude aus dem Spiel. Die Müslifabrik ist ebenfalls mit verbaut. Die könnt ihr natürlich wieder kaufen. Könnt natürlich auch das Ganze so beliefern, wie ihr das gern hättet. Wenn wir weiterschauen, haben wir natürlich auch hier die Molkerei. Ja, und wenn wir da mal ringsrum schauen, das ist dann, ich weiß gar nicht, ob die, ja doch, das ist auch Standard, ne, würde ich jetzt mal sagen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wobei, ich glaube nicht, dass das so im... Ich weiß es nicht. Also da lasse ich offen, das weiß ich nicht, gebe ich ganz offen zu. Was mir hier gefällt, die Wiese ist nicht nur grün, es sind ein paar Blümchen mit dabei. Ja? Man muss ja auch mal was Gutes finden. So, soll ich es nicht heißen, dass sie mir schlecht ist, um Gottes Willen. So, wenn wir weiterschauen, sind wir hier bei der Schreinerei. Mitten umgeben von natürlich ein paar Bäumen. Ihr seht, auch hier ist Luft nach oben. Es ist sehr kahl gehalten. Schreinerei haben wir hier. Dann haben wir hier das Sägewerk. Und natürlich hier ebenfalls nochmal Sägewerk. Ne? Also ihr habt hier, könnt ihr euch austoben mit großen Maschinen. Ne? Könnt das Ganze natürlich vielleicht auch noch bebauen, wie ihr das gern möchtet. Wenn wir weiterschauen, haben wir dann hier unten einen großen Pferdestall. Ja? Da ist auch nichts weiter dazu. Das ist hier, steht jetzt halt hier so drin. Ja? Kann man auch noch ein bisschen verschönern und tun und machen. Hier haben wir noch einen kleinen Holzhäusel stehen, wenn wir da mal reinschauen. Na, zumindest eine Couch haben wir drin. Hier gibt es im Übrigen auch wieder was zu finden für euch. Ne? Der kleine Tipp am Rande. Wenn wir hier schauen, haben wir natürlich auch ein Lämpchen mit drin. Ne? Hier steht auch was drin zum Sammeln. Hier ist was drin zum Sammeln. Ne? Also tobt euch aus, meine Lieben. Ich habe euch jetzt genug Tipps gegeben. Dazu, hier haben wir eine kleine Lagerfeuerstelle. Hier haben wir natürlich auch noch ein bisschen Wasser. Ja? Kleiner See ist mit dran. Und ja, auch hier muss man sagen, es ist relativ clean. Mir fehlen persönlich gesehen ein paar Details. Die Spinnerei haben wir hier, die Spinnery. Ja, ebenfalls hier mit einem kleinen Bach. Wenn wir dann wieder nach oben schweben, brauchen wir nicht viel dazu sagen. Ihr kennt es, Abladepunkt, könnt ihr verkaufen. Ja, oder könnt euch das Ganze selber ebenfalls kaufen. So, wenn wir weiterschauen, haben wir hier den Viehhandel. Ja, das ist auch wieder sehr groß gehalten, ne, sehr groß, zügig. Ohne viel Tamtam, ohne viel drumrum, was ich ein bisschen schade finde. Aber wie bereits erwähnt, vielleicht gibt es hier auch noch eine Weiterentwicklung der Map. Ebenfalls haben wir verbaut die Bienenstöcke. Können wir da jetzt hinspringen? Markierung können wir setzen. Okay, müssen wir mal kurz hinflattern. Das war jetzt hier drüben. Genau, da müssen wir jetzt mal hier hin. Genau, hier haben wir die Bienenstöcke. Die stehen quasi hier. Na, und es ist auch schon, ja, ein bisschen was drauf auf der Palette, 120 Kilo, na, könnt ihr quasi schon loslegen. Natürlich gibt es hier ein paar Blümchen und so, allem drum und dran. Wenn wir ja mal ein bisschen weiter fliegen, na, sehen wir hier, okay, trägt jetzt nicht so viel Wasser, vielleicht könnte man die Waterplane in dem Punkt ein bisschen nach oben nehmen, na, dass das Ganze, vielleicht ist es auch so gewollt, kann auch sein, ja, möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, allerdings, sei gesagt, da ist halt echt noch Luft. Wenn wir hier hinschauen, haben wir große Gewächshäuser, ne, zwei an der Zahl, hier gleich an der Straße. Da könnt ihr euch ebenfalls austoben. Die Brücke gefällt mir. Ne? Ist ein bisschen, gut, hier glitscht ein bisschen was durch, aber okay. Die Brücke ist schön gemacht. Ich denke auch mal, dass dieses hier dann auch in der Nacht beleuchtet sein wird. Ja? Und wenn wir weiterschauen, gucken wir uns natürlich jetzt mal den Hof an. Und zwar haben wir hier, wenn wir zum Hühnerstall springen, haben wir hier den Hühnerstall stehen. Kommen wir hier quasi rein. Hier vorne sind unsere Gewächshäuser gewesen. Ja, und hier kommen wir rein. Hier ist der Hühnerstall. Wenn wir hier hingehen, wenn wir mal hier lang schweben, haben wir hier den Schweinestall. Genau, der ist an dieser Position. Ist natürlich auch sehr weitläufig geschnitten. Wenn wir weitergehen, haben wir hier natürlich dann den Kuhstall mit Fütterungsroboter. Ne, kennt ihr, müsst ihr auffüllen. Dann fährt die kleine Maschine hier ringsrum, fährt natürlich hier rein und dann gibt's Futter
für die lieben Kleinen oder Großen, je nachdem. Und genau, das war's dazu. Das Silo haben wir uns angeguckt. Nun werden wir uns die Maschine anschauen, was wir hier haben. Hier haben wir natürlich auch noch ein paar Unterstellmöglichkeiten. Ne? Zum einen hier seht ihr die Hallen. Da haben wir natürlich auch die Schneidwerke zum Glas. Einmal hier normal Getreide, dann einmal für Sonnenblumen und Mais. So, dann schauen wir jetzt mal hier rein. Dann sehen wir hier unseren Glasdrescher, den ihr als Staatsfahrzeug gehabt. Na, ist schon schnittig groß. Kann man auch gebrauchen, um sich ja, hier auszutoben auf den Flächen bzw. Feldern. Wenn wir hier hinschauen in diese Lagerhalle, haben wir einen schicken Case drin stehen. Auch etwas größer gehalten das Ganze. Habt natürlich auch hier dann ne, zur Reparatur, könnt ihr hier draufklicken bzw. die Maschinen dann auch an den Punkt stellen. Hier reinfahren, hier auf den Punkt gehen und dann könnt ihr natürlich eure Maschinen konfigurieren. Sorry, die Stimme ist ein bisschen im Eimer. Hier haben wir natürlich noch einen Grupper mit dazu, ne, wie man es kennt, eine Sämaschine mit dazu und eine Einzelkorn-Sämaschine ebenfalls. So, wenn wir hier wieder rausfliegen, sehen wir, habt ihr hier hinten noch eine Unterstellmöglichkeit. Ihr habt hier noch eine Unterstellmöglichkeit, im Übrigen auch noch ein Sammelobjekt hier hinten. Ja, genauso könnt ihr euch austoben am Hof. So, und hier habt ihr natürlich euer Farmhäuschen. So, wenn wir uns das Ganze einfach mal von oben anschauen, den Hof. Ja, wenn wir das Ganze von oben beleuchten, hier seht ihr das Silo stehen. Und ihr seht natürlich, es ist halt sehr clean gehalten. Ja, es ist Luft nach oben. Ich muss aber sagen, positive an diesem Punkt ist ganz einfach, es lässt euch als Spieler noch den Raum der gestalterischen Freiheit. Das bedeutet, ihr könnt quasi noch ein bisschen bauen, so wie ihr es wollt. Die Schafe wollen wir auch nicht vergessen. Ja, die haben wir hier an der Stelle. Und hier hinten haben wir dann ebenfalls das Silo. Alles an sich muss man sagen, okay, die Map ist relativ flach. Es ist jetzt nicht unbedingt, außer hier hinten, wenn man da ein bisschen hinschaut, ne, hier hat er ein bisschen einen Hügel drin. Ja, hier geht es so ein bisschen hoch. Und wenn wir weitergehen, geht es hier so ein bisschen nach unten. Und wenn wir uns die Fruchtsorten angucken, seht ihr, hier sind die normalen ebenfalls vertreten, wie wir es aus dem Spiel kennen. Ja. Und ja, in dem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen, als schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ja, ich schwebe hier nochmal nach oben. Das ist quasi das Ausmaß der ganzen Map. Die ist jetzt nicht insbesondere Unmengen an Größe, ne? Aber ich denke mal, da lässt sich was draus machen. Ne? Ich würde die Felder halt ein bisschen runder gestalten. Nicht so quadratisch, eckig gut. So, in diesem Sinne, meine Lieben, schreibt gerne in die Kommentare. War ein bisschen kürzer heute. Gab nicht viel zu schauen. Ne? Aber trotzdem denke ich, es war rein informativ für euch. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Schreibt gerne in die Kommentare und ich bin weg. Tschüss und ciao.